Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englerdom, zu einem Game, zu einem Let's Test aus der Indie Arena Booth Online 2021, auf das ich schon massiv gehypt bin. Ich habe den ersten Trailer dazu gesehen und das Spiel ist wie auf mich zugeschnitten. Es ist einfach mal ein Zwergenspiel. Ich wusste schon die erste Sekunde, die ich von dem Trailer gesehen habe, und ich wusste, das wird mein Highlight von dieser Gamescom. Ihr werdet es gleich sehen, das ist halt einfach. Wir spielen hier den Playable Teaser von diesem Spiel. Ich kann es nicht erwarten, bis das Spiel endlich online rauskommt. Leute, ich war geflasht ab der ersten Sekunde. Das Spiel wird der Hammer. So, ich würde mal sagen, reden wir nicht weiter um den heißen Brei herum und starten rein ins Spiel. Let's go. The following is not the fully. Yeah, okay. Let's go. The Turn of the Nangreen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. If a dwarf is not in the mines. Ja, shit. War zu schnell weg, konnte ich nicht lesen. Okay. This Smithy or the battlefield. Probably find him in the tavern. Ja, stimmt. Ich hoffe, das Spiel bricht jetzt nicht zusammen. Es klingt gerade danach. Noch stöhnt mein PC nicht. Dann müsste das. Kriegt das hin? Die Musik macht gerade. Boomfass, Nodan Nankram. Habe ich mit den Entstand zu hoch gepokert? Wir werden sehen. They came as a whisper. Words so quietly wrapped that the truth may. Genießt das, nehmt euch zurück und genießt das. Until that whisper became a growl. Sei Quarzstuhl. Switzerland. Impossible to outvoice. We were not prepared. That which came upon us lied far beyond our imagination. Our plans, strategies, defense in vain. The accomplishment of generations, the history of families, their joy, their sorrow, shattered in the blink of an eye. We stood strong, axes and hammers drawn. Our army, the guardians with their best beards. Every beard. But the great gates fell. And what followed after soon sealed our fate. In the depths of the mountains, a stone beard uses a Manali stone's glow to separate night from day, darkness from light. Our glow has not yet gone out, and we will not make room for the darkness. In the midst of the chaos, I hid away our most precious treasure, and in this hour that I know my time has come, I will pass this world knowing that victory is ours, if not today, certainly in a tomorrow that will soon come. By the names of the fallen kings, may Tal'Dorei give us his strength. Return to Nangrim. A Dwarven Adventure. Oh ja. Nein, bitte jetzt kein Hustreiz. Jetzt nicht husten. Das
traue ich mich gar nicht zu husten. Jung, auf geht's. What happened? Ich hoffe, diesmal klappt die Aufnahme. Ist beim ersten Versuch abgebrochen. Ja. So. Und da spielen wir. It's cold. Ich gehe halt davon aus, dass wir ja dann. I need something to store this in. Ah, da haben wir unseren ersten. Unseren Rucksack, den können wir mitnehmen. I'll need this for sure. Backpack. Sehr schön, hier die ersten Sachen aufgehoben. Beim ersten Aufnahmeversuch ist die Aufnahme zusammengebrochen. Looks like a handle ja. Of an axe. A red glowing shroom. Erstmal alles mitnehmen. Kann man hier noch gebrauchen. Okay, die Laterne können wir nicht mitnehmen. Weiß ich schon. Ich habe die ersten paar Minuten schon gespielt. I can't go over that bridge without repairing it first. So, preparing. Looks better. Jetzt kann man die Brücke. Sehr schön. Und die Landschaft gefällt mir jetzt schon. Das sieht jetzt schon. Och, nö. Einmal nach oben gucken. Großartig. Wir sind wahrscheinlich ein kleiner Zwerg. Boah, allein schon diese Landschaft hier. Schaut euch das mal an. Was für ein großartiges Spiel. Those barricades block the way. Das ist einfach mein Highlight. Here we go. Das ist jetzt schon mein Highlight von der Gamescom. So ein richtiger Zwerg, kloppt das mit den Fäusten auf. Onwards. Those barricades block the way. Nee, tun's nicht mehr. Finally. Let's see what's behind that door. Way out of the court. Keep your torch close. Creatures from the deep. Stone belt is only strong as the stone beneath his feet. Du sagst es. Ich bin jetzt schon so verliebt. Ich bin verliebt in das Spiel. A citadel. I should take a look around. Och. Schmelze dahin. Es ist jeder Blick, wenn ich mich einmal bewege und nach oben gucke hier, es ist einfach. Das Spiel ist für mich gemacht. Das Spiel könnte auch Zwergenfürst EP heißen. Für Bagon. Können wir es inspekten? I have no clue when this was written, but. Maybe I can find Tardagon or Bagon somewhere. Ah, okay. Could you please prioritize my order? Also, this time, please do it yourself. It's the second time that Dundaron has bound the book, and again, the pages fear out flying to the citadel. I know you are not only a Gushkaban, but also a teacher, and that you believe that something will come out of the stone, but I'm not going to tolerate a book that is falling apart again. There are also still pages spread around the citadel. Teach him a lesson and let Dundaron gather them together. Tardaron Fringina. Tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausspreche.
Ja, sehr gut. Wir kommen jetzt hoch. Und entschuldigt mein schlechtes Englisch. Noch ein Brief. Letter from the King's Advisor. Das sollten wir vielleicht mal bei Zeiten lesen. His doors closed. Das war klar. His doors closed. Können wir sie nicht mit einer Axt aufbrechen? Können wir sie mit einer Axt besorgen und die aufbrechen? His doors closed. His doors closed. Dann da uns Duchies. Sie sahen mir aus wie eine Axt. Okay. Haben wir ein Inventar? Inventory VIP. Dokuments. Dann was Duty haben wir jetzt. Open Duties. Duties. Get Book Fittings. Choose Fabrics from Guild Books. Transcript Fagner's Books. Book 3 times, pick more of those wet mushrooms. I love those mushrooms. Note to myself, clean up scriptorium before Bagon finds out about the mush spelling. Okay, das hatten wir schon. Frinbart. A lonesome warrior came wandering our kingdom. His garments were filthy and he half dead of thirst. He said the Nimbo mountains he had to climb. Foolish he is with equipment that he has. Nay, real dwarf would ever try such a daring undertaking. With cankered aches like his and boots worn out, knowing the call to move in, sent him off. I would have, but gracious as the heart of our king is, he advised us to accommodate him and prepare equipment for his departure. Argoran already made his famously delicious Frinzentine pie, and Balastrian delivered boots of the finest fur, as well as charcoal gloves from Ashgard. But how is he supposed to climb with just a loosely axe? I think by the king was harder to forge him the snowbeards from eggs. But how should it be that Wankhart has already passed out in the tavern? Why is Bodger ever getting served in the morning? Either way, I try to find out more and send you the details for the work piece. Okay. Und nun kommen wir jetzt hier weiter. Noch ein Brief. Letter from the King Advisor Part 2. Okay, ja, das ist. Entschuldigt mein schlechtes Englisch. Erstmal, ja, ich werde jetzt den letzten Brief nicht mehr vorlesen. Werde es vielleicht erstmal skippen. Autsch. Können wir hier vielleicht irgendwie durch? In Taverne. The lock still seems to be working, but not without a key.
Wir müssen einen Schlüssel finden. The lock still seems to be working, but not without a key. Wir müssen noch einen Schlüssel finden. Wir müssen jede Menge Schlüssel finden. Oh. Da geht's wahrscheinlich raus, oder? Da sind wir hergekommen. Geht's wieder in die Wildnis. Ja, war die einzig offene Tür. Ich gehe mal davon aus. Ja, natürlich. Was auch sonst. Ladezeiten äußern sich in harten Zeiten. Sind wir wieder. Okay. Weiter die Tür ausprobieren. Kommen wir hier lang. This door is closed. Dachte ich mir. This door is closed. The lock still seems to be working, but not without a key. Oh, ein Schlüssel. Warum ist der mir nicht aufgefallen? A key to the scriptorium. Müsste man wissen, was das... Ach, das ist das Skriptorium. Das ist die Mine. Schön, dass übersetzt wird. Brimfers. Das ist die Forge. Skriptorium. Rein mit uns. Und rein hier. Skriptorium, Books and Fervors. Bücher. Well then, dusty books and rotten chairs. Soll keiner behaupten, dass Zwerge ungebildet sind. Hier ist ein Buch, können wir das? Können wir ein paar Bücher lesen jetzt hier? Ich habe Hoffnung, dass das alles übersetzt wird bis zum Release. I'll complete that book at Tardigons. Maybe this will help me find a way out of here. And if not, at least it sharpens my skills. Was haben wir jetzt hier? So, if I'm putting everything together correctly. This must be Bagon. Okay, ja, ich werde jetzt mal hier das Lesen skippen. Können wir dann gegebenenfalls. A key to the mine. Im Hauptlet's Play spielen. Wie gibt's da hier sogar mal eine Übersetzung von? Oh, the key to the mine. Da können wir mit in die Minen gehen. Da geht ein Zwerg gerne hin. Ein Buch. Nehmen wir mit. Da hat noch was geleuchtet. Ja, da hat noch was geleuchtet. Alright, I found the first page. Now let's see what this is all about. Sorry, dass die nicht lese, aber ich will euch meinen Englisch hier im Letztest nicht antun. Deshalb lassen wir es mal. Die Minen. Ja, die Minen. Auf die Minen. Die Minen von Moria. Nee, von Nankrim.
Aha. Erstmal wieder raus hier. Gehst du drüben in die Minen. Gut, Pilze sammeln. Die sollen super schmecken. Die werden wahrscheinlich irgendwas Heimachendes enthalten. So wie ich das Ding hier kenne. Das Kraut sammeln würde uns bestimmt helfen. I'm not sure if I should have a bite. But then again, I'm hungry. An abandoned mine tunnel. So. What better place to find some ores? Rein geht's in die Minen. Können wir mal Pilz essen? Ne, können wir gerade nicht, wie es ausschaut. Können wir die nicht essen? Sieht nicht so aus. Und eine Axt haben wir auch noch nicht. Wir haben auch keine Rüstung. Noch nichts am Mann. Oha. Blutig. The page again. Listen to risk resource gathering. A forge cannot be fired without wood, and all those precious objects and weapons cannot be crafted without ores. Gather them. Okay, erstmal hier lang oder eine Lore. Ein Minecraft. Schade, dass wir da nicht fahren können. Eine Axt. Ein Pickaxe. Ja, eine Spitzhacke. Ist doch mal ein Anfang. Ob hier noch ein Balrog auftauchen wird. Wir werden das sehen. Das sind Tree Forging. Ja, ich lass. Ihr wisst Bescheid. Wow. Großartig. Großartige Bilder. And now? That gate blocks my way. I wonder what's on the other side. Lasst mich rein. Haben wir es im Inventar oben. Können wir die Spitzhacke vielleicht nutzen. Können wir es ausrüsten. Spitzhacke. Now? Das wird nichts bringen. Das ist auch nichts. Vielleicht kommen wir dort drüben durch die. Durch den Schacht. Den können wir jetzt mit der Spitzhacke kaputt machen. Hier war irgendwo ein Gang. Da geht's auch weiter, aber hier können wir doch jetzt. Easy. Viel leichter als mit der Faust. Ey, ich möchte hier überhaupt nicht rennen. Oh, what beautiful gems.
what beautiful gems there are. Ah, Spinne. Und den Gollum hören wir auch schon. Ugly net-weaving thing you are. Mal auf die Decke gucken. Ein Schulzohr. Bis nach Goldkram. Sehr schön. Kann ich nicht mehr gebrauchen später. Ich weiß nicht, ob wir hier so großen Lärm machen sollten. Was uns hier im Dunkeln erwartet. Gold Ore. Namen hinkratzen. Okay. Und noch ein bisschen Gold. Oder Eisen. Wollen wir uns ein bisschen Eisen. Muss neue Spitzhacke craften. So muss das. Sehr schön. Ein Schlüssel. A key to the forge. Aha. Ach du Schöner. Wer bist denn du? Okay, ich glaube, wir sollten zum Forge gehen. Hier kommen wir eh nicht weiter. Da gibt es nichts zu graben. Auf zum Forge. Haben wir hoffentlich genügend Materialien mit. Ich dachte, da geht's rein. Oha. So, wo geht's nach drin? Hat sich gerade heftig, heftig bewegt. Zurück zur Tür. Wir können es auch hier durchgraben. Das ruckelt ein bisschen, sorry. Verzeiht das Ruckeln. Hoffentlich nicht zurück in die Mine. Ne, die Mine, da war dort unten, da sind wir. Da haben wir keine Tür geöffnet. Ja, die Ladezeiten halt. Nächstes zum Schornadebildschirm. Forge. Ne, das ist Blumenvers. Skriptorium. Mine, Skriptorium, das ist die Forge. Da kommen wir jetzt rein.
Großartig. Und weiter geht's. Den nächsten Raum erkunden. Ah, the Forge. Let's get to work. Aha. Wir arbeiten also im Forge. The ore needs smelting. Aha. Kann ich alles reinpacken? Schmelzen wir. I should try to smelt it to get back some of the resources. Clump of waste. Yeah. Oha. Gold. Too heavy. Ich kann nicht mehr tragen. Kartoffeln mitnehmen. Ah, ist eine Anleitung. Eine Spitzhacke. Sollte mir eine goldene Spitzhacke machen. Climbing Mode. Okay. Items. Lecture 2. Gathering resources. Lecture 1. Even if reading is considered a basic requirement, careful and accurate. Ich kann selbst nicht reden, lesen. Reading must be mastered by every young beard and Wait, some text carries secrets and hidden information. Ja. So. I probably can't avoid it. Wie craften wir denn jetzt was? The ore needs smelting. Bestimmt Rezepte. Clump of waste. Machen einfach Gold. Gold. Wir haben Gold aus Gold gemacht. Ah, okay. Basic Spoon Plan. Aha, ich würde mir aber einen Schnack in der. Okay, Wood, Iron, Copper. Red Battle Eggs. Du Steel, Iron, Bronze, Wood. Iron, Bronze, Steel. Wo war die Truhe? Das ging wohl doch hin. Können wir zurückgehen? Too heavy.
Inventar. Müssen wir was droppen. Ein Keyboard, da müssen wir den Key reparieren. Was ist, wenn wir Gold so kombinieren? Looks like a clump of waste. Na. Gold mit. I should try to smelt it to get back some of the resources. Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen. Eisen reintun. Tja. Wie macht man Bronze? Stand das in einem der Aufzeichnungen, die wir mitgenommen haben? Lecture 1. Reading. Lecture 2. Forging. Ja. Save Game. Stimme ich blöd an. Forging. Where does the smith hide his gold? Ich kann mir keine Dings machen, weil ich nicht weiß, wie man Bronze macht. All right, let's heat the furnace. So kann ich jetzt was schmelzen. The ore needs smelting. Smelting unnecessary. Okay. There must be some plans from the smith lying around. Ach, vielleicht war der Ofen noch nicht heiß genug, deswegen haben wir hier. I should try to smelt it to get back some of the resources. Tja. Ja. Ich würde mal sagen, bevor ich mich jetzt hier noch noch viel mehr blamiere, schmeiß mich ins Feuer. Ja. Da mich nach oben sollte sich bis hierhin gefallen haben. Lasst ein Abo da selbst. Und ja, haut da rein. Ciao.